Meine Damen und Herren, die Frau ist ein absolutes Phänomen. Sie sieht von hinten aus wie 17, von vorn wie 45, ist immer noch in Full Effect, lernt sich, merkt sich Texte, Stiermann. Wahnsinn. Lernt es auswendig. Kann keine Ahnung, wie das funktioniert. In eine Kamera sagen, ja. Ja. Obwohl du bist 50 Jahre jünger als sie und kannst es nicht. Ne? Ja. Sie war und ist immer noch ein absoluter Weltstar. Und sichern Sie sich dieses Buch, wenn Sie nicht wissen, was Sie Ihren Liebsten zu Weihnachten schenken sollen. Hier ist die Autorin und großartige 91-jährige Schauspielerin Waltraud Haas. Waltraud Haas, liebe Waltraud. Jetzt. Dankeschön. Bitte nimm Platz. Dankeschön. Liebe, liebe Waltraud, was möchtest du denn trinken? Wasser bitte. Ein Wasser, sehr, sehr gerne. Du bist gut drauf? Ich habe schon heute Alkohol getrunken, dann reicht's. Ab wann? Ab wann trinkst du Alkohol? Ab wie viel Uhr? Eigentlich immer, zwischendurch. Aber nicht, wenn ich Fragen beantworten muss, die ihr mir stellt. Es werden aber keine indiskreten Fragen. Dann willst du nüchtern bleiben. Da muss ich nüchtern bleiben, denn da muss ich sehr aufpassen bei euch beiden. Oha! Ja, du schaust toll aus. Das ist ein, Prost, meine Liebe. Prost, das ist ein tolles, schaut so Graf Dracula-mäßig aus, was du anhast. Du, das hat mir mein Mann geschenkt vor ungefähr 40 Jahren. Da waren wir auf Urlaub in Capri. Und da waren so Hütten. Und das hat er mir geschenkt. Das habe ich heute noch. Und du trägst die Sachen immer auf? Ja, du, warum? Du wirfst nichts weg. Solange es noch schön ist und in die Waschmaschine passen, dann geht's nicht. Wäschst du selber eigentlich? Ja. Du lebst alleine? Ich nicht, aber die Waschmaschine. Ja. Ja. Aber lebst du alleine? Ja. Ganz alleine, ohne Haushaltshilfe oder so? Ich habe meinen Sohn. Ah. Mein Sohn macht alles für mich. Wie alt ist er? Der muss ja auch schon 70 sein. Sag das nicht, 50. 50, okay, das heißt, du hast ihn relativ spät bekommen. Da war ich eigentlich schon ein erwachsener Mensch. Ja. Und er darf nicht ausziehen, weil er sich um dich kümmern muss, oder wie? Nein, er muss sich nicht um mich kümmern, aber er tut es gerne. Das würde ich auch gern tun. Wie schafft man es, so erstaunlich fit in der Birne zu bleiben wie du? Ja, da muss man schon ein bisschen was dazu tun. Erst einmal viel Theater spielen. Filme machen. Ich habe gehört, heute ist auch meine Filmproduzentin da, habe ich jetzt gehört. Die lebt noch? Nein, sie hat ja gerade erst einen Film gedreht. Ach so, okay, ein neuer Film. Letztes Jahr oder sowas ist der Film in die Kinos gekommen. Und der Film, der hat schon etliche Preise bekommen, vor allem im Ausland. Und da sind wir natürlich sehr stolz, vor allem ich in meinem Alter, noch Preise zu bekommen. Das ist schon etwas Besonderes. Du wurdest ausgezeichnet für dein Lebenswerk, kann man das so sagen, von Woman. Ja. Was war das genau für ein Preis? Das ist ein ganz ein merkwürdiger, eine nackte Frau war das. Ah, die Statue. Eine nackte Frau. Ja. Aber ja, weil so, gut, der Oscar ist ja auch nackt. Ich weiß nicht, was es war. Ja, wofür? Woman of the Year. Du wurdest Woman of the Year, aber quasi ja, für dein Leben. Für mein Alter. Nein, nicht nur für dein Alter, das nein, für das, für das. Doch, du schau, wie die Leute erfahren haben, wie alt ich bin, habe ich Standing Ovation gehabt. Das ist doch ein Zeichen. Ja. Oder nicht? Ja. Aber was machst du dann selber, wenn du aufstehst morgens? Was tust du als erstes? Mit dem Hund spazieren gehen. Hund auch noch? Vorm Zähneputzen noch? Ja, naja, na, das ist klar. Na, das schon. Aber dann gehe ich mit dem Hund spazieren, ungefähr eine halbe Stunde. Und dann wird gefrühstückt. Aber Turnen tue ich auch so zwischendurch mal ein bisschen was. Ja, du bist ja bekannt dafür, für deine Turnübungen. Sehr viel Theater spielen. Und das mit dem Text lernen ist weiterhin kein Problem, auch als über 90-Jähriger? Doch, ich bin ganz ehrlich, das fällt mir schon schwer. Aber hast du manchmal Aussetzer auf der Bühne? Nein, das war noch nie der Fall. Aber da muss ich schon wirklich wochenlang oder vielleicht sogar monatelang vorher hart trainieren und immer wieder die erste Seite dreimal durchgehen. Mhm. Dann mache ich es zu, das Buch, dann die nächste Seite wieder dreimal durchgehen. Also hart, das ist harte Arbeit. Ja. Du hast letztes Jahr gespielt, Geschichten aus dem Wienerwald. Die Böse. Die wollte ich zuerst nicht spielen, aber es ist eine so tolle Rolle. Aber Waltraud Haas als die Böse ist eigentlich ist schon gegen das Profil besetzt. Du hast immer eigentlich sehr liebevolle Frauen gespielt, oder? Naja,
ja schon auch, die Alte im Hofrat Geiger ist auch eine Böse, aber die ist listig, eine listige Böse. Während das eine ganz Böse ist, die ihr Enkelkind umbringt. Also hat sie nicht auch Spaß gemacht, mal so was richtig Gemeines zu spielen? Quasi so die innere Witwe Blauensteiner aus dir rauslassen? Vor allem, diese Sachen. Ich habe richtig draufgedrückt einfach, dass ich ganz böse war. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Ja, nicht böse sein, entschuldigen. Liebe Waltraud, in diesem Buch schilderst du dein Zusammentreffen mit sehr, sehr vielen prominenten Persönlichkeiten, tollen Schauspielern. Mit wie viel von denen hast du was gehabt in deiner Jugendzeit? Oder warst du eine das Brave? Das wusste ich, dass das jetzt von dir kommt. Ja, jetzt sage ich's. Letztes Mal, als ich bei euch war, da habe ich auch viel müssen runterschlucken. Nein. Na doch, ihr habt ihm gesagt. Und wie war's? Und was hast du mit dem gehabt? Was hast du mit ihm? Das interessiert also diesmal mich nicht. Diesmal fragt mich bitte nicht. Soll ich dich nicht fragen? Aber es steht da drin. Steht alles drin. Steht alles drin. Wenn du es wissen willst, dann liest es. Aber du warst ja mit deinem lieben Mann, dem Erwin Strahl, eine treue Ehefrau. Du hast das Buch beginnt erst... Viel früher. Ach so, verstehe. Ja? Es beginnt ganz früh, nämlich, ich glaube, mit dir als sehr kleiner. Wir haben nicht mal verheiratet. Da warst du noch nicht alles, mal verheiratet. Was vor meinem Mann war. Meine Mutter war sehr früh Witwe. Mein Vater ist gestorben, als ich 5 Jahre war alt und mein Bruder 2. Und da haben die Eltern gesagt, jetzt muss etwas für die Steffi. Steffi hat meine Mutter geheißen, denn sonst geht sie uns zugrunde. Und da haben sie ihr das Stöckel gekauft. Wow. Und da ist sie dann praktisch eigentlich sehr, sehr schnell, Gott sei Dank, war sie nicht mehr so unglücklich, weil sie etwas zu tun hatte und Arbeit. Aber dann bist du so ähnlich wie Sissi, mehr oder weniger in Schloss Schönbrunn groß geworden, aufgewachsen. 5 Jahre war ich. Ich habe irgendwie gehört, dass du auch im Schloss warst, als 45 oder wann die Bomben fielen aufs Schloss. Und die fielen ja auch, du wohntest ja dort. Aufs Schloss nicht, auf unser Restaurant. Aber auf den Tiergarten auch, unter anderem. Ja, und auf den Tiergarten, das heißt, die ganzen Tiere liefen durchs Stöckel durch? Ein einziges Äffchen. Die hat eines Nachts, habe ich etwas rascheln gehört, bin rausgegangen und ich bin hin, war ein winziges kleines Äffchen. Und ich wollte schon hereinnehmen, ist aber weggelaufen. Aber es waren eine meiner Liebsten, die Elefanten waren 5 tot. Und dann wurde Elefantengulasch ausgeschenkt, weil viele Leute Hunger hatten. Was, du hast Elefantengulasch gegessen? Nein, ich nicht. Aber die anderen, die waren glücklich, dass sie was zu essen bekamen. Wie schmecken Elefanten? Das weiß ich ja nicht. Ich habe ja nicht gekocht. Aber hast du nicht gefragt, wie sie denn geschmeckt haben? Nein. Wie haben die Leute ausgesehen, die Elefantengulasch gegessen haben? Hungrig! Das heißt, du würdest nie Elefanten essen? Nein. Welche Tiere isst du noch nicht? Isst Rinder wahrscheinlich? Na ja, Hühner esse ich schon. Warum Hühner und Elefanten nicht? Ist da nicht irgendwie... Hast du es schon mal gekostet, den Elefanten? Ich würde Elefanten, glaube ich, kosten, wenn es mir angeboten würde. Aus Höflichkeit oder aus Interesse? Aus Interesse. Ja, das ist so. Ich kann mir vorstellen, dass die gut schmecken. Mhm. Elefanten? Nein, das glaube ich nicht. Isst du Pferde? Na, vor allem habe ich sie deshalb, weil ich sie geliebt habe. Pferde auch nicht. Aber bist du manchmal durch den Tiergarten gegangen und hast dir gedacht, das Tier schaut eigentlich sehr schmackhaft aus? Nein. Du? Na, sag mir doch, sag mir. Nein, natürlich nicht. Ich bin Vegetarier. Frag mich dann solche deine Sachen. Liebe Waltraud, deine großartige Figur lässt darauf schließen, dass du überhaupt relativ wenig isst. Stimmt das? Schaust du auf die Ernährung? Nein. Gar nicht? Ich esse das, was mir schmeckt. Okay, was schmeckt dir denn? Naja. Hühner? Auch Hühner schon auch, ja. Jeden Tag ein Huhn? Nein. Was ihr immer aber, von mir wissen. Ja, aber du machst auch sehr viel Sport, auch im hohen Alter, wenn ich das so sagen darf. Ja. Immer noch sehr fit, sehr gelenkig. Aber ich muss nicht so wie letztes Mal euch zeigen. Nein, du musst nicht zeigen. Warst du mit Errol Flynn im Bett? Nein. Hat er dich angebaggert? Wie war das eigentlich da? Er war mein Produzent. Na ja, eben. Ich ja gar nicht dürfen, um Gottes Willen. Entschuldigung, Harvey Weinstein war auch Produzent. Wie war das eigentlich damals mit Schauspielerinnen, mit hübschen Schauspielerinnen und eben den fettbäuchigen Produzenten? Nein, vielleicht war ich so ein Typ, dass sie sich nicht getraut haben bei mir, weil ich immer eigentlich was Mädchenhaftes lange Zeit hatte. Und das stört die im Regelfall nicht. Ich kann eigentlich nicht sagen, dass mich irgendeiner... Auch Kurt Jürgens hat seine Hände brav in seinen eigenen Hosentaschen behalten. Kurt Jürgens, auch ein feiner Mann, der normannische Schrank. Nein, hat aber nie irgendwie, nein, nie irgendwie. Nein, ich sage ja auch nichts. Aber war der nicht impotent? Kurt Jürgens war impotent. Irgendwann habe ich mal gelesen, Kurt Jürgens war impotent. Der normannische Kleiderschrank impotent, habe ich irgendwo mal gelesen. Wirklich? Ja,
in meiner frühen Jugend, so in den 60ern. Ach so, nein, glaube ich gar nicht. Der hatte genug Weiber. Ja, ja, die das vielleicht mochten. Ja, die Erotik der Impotenz. Ja. Conny Frobes. Der hatte sie nicht. Nein, zauberhaftes Mädchen. Zauberhaftes Mädchen. Ja. Es waren eigentlich, du hast eigentlich. Einmal hat sie was ganz Liebes gesagt, das erzähle ich euch schnell. Tante Hasi, da war sie vielleicht alt, noch vielleicht wie sie gewesen sein, 5 oder 6 Jahre alt. Darf ich heute mal wieder bei dir schlafen? Der Vater hat keine Zeit gehabt für sie, die Mutter war überhaupt nie für sie da. Habe ich gesagt, ja, wenn es dein Papa erlaubt, ja, ja, okay. Aber lass mich nur schnell gehen. Ich muss mir zuerst meine Schminke ab in den Maskenbildner. Ich komme raus und sie sagt, Mensch, Tante Hasi, mach dir schnell mal Farbe ins Gesicht. Ungeschminkt bist du aber ja nicht schön. Okay. Ist ja Wahnsinn. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du ungeschminkt nicht so schön bist. Das heißt, die Erinnerungen sind eigentlich alles positive Erinnerungen. Kann man das sagen? Ja, also was die Filmzeit betrifft jetzt. Ich meine jetzt nur die, nicht die privaten Schicksalsschläge oder so, sondern die Arbeit beim Film und Theater. Eigentlich immer schön, ja. Schön gewesen. Ich habe das gehört, dass als du geheiratet hast, was ja in Wahrheit für die meisten Menschen ein sehr privater Moment ist, dass Franz Antl damals eure Hochzeit mitgefilmt hat und daraus einen Kinofilm gemacht hat und diese Szene eurer Hochzeit einfach benutzt hat, ja, für diesen Film. Man muss dazu sagen, der hat das aus Geizgründen gemacht, weil er sich die Gagen für die Statisten erspart hat. Oder? Das sagt das jetzt nicht mehr. Es war eine schöne Hochzeit. Es war eine wunderschöne Hochzeit, aber dass der Antl so geizig ist. Er hat es aber bezahlt. Die Unterbringung hat er bezahlt, das Hochzeitsmahl hat er bezahlt. Also so geizig war das er. Das heißt, nicht. Du hast für deine Hochzeit eine Gage bekommen? Nein, aber das, was damit zu tun hatte mit der Hochzeit. Es war eine wunderschöne Hochzeit. Wir haben einige Bilder, teilweise die reale Hochzeit und die Bilder, die dann im Film aufgetaucht sind von dieser Hochzeit, hier zusammengeschnitten. Was ihr alles habt. Wow. Auch ein schöner Mann. Ein schöner Mann. Hochzeit 1966 war das, glaube ich. Oder? Sehr schöner Mann. Schöner Mann. Schönes Paar. Ich hatte immer gerne schöne Männer. Hm? Ich hatte immer gerne schöne Männer. Immer schöne Männer? Ja, und am liebsten dunkelhaarige. Dunkelhaarige, ja. Männer? Magst du auch Männer mit schütterem Haar? Auch, wenn sie charmant und die sind ja die potentesten, sagt man. Das habe ich nicht ausprobiert. Liebe Waltraud, ja. Kennst du die Band Element of Crime? Sagt dir das was? Nein. Das ist natürlich, ja. Wann hast du aufgehört, Musik zu hören? Mit Elvis Presley? Oder wann? Naja, nein, es ist ja so. Für die älteren Menschen kennen ja. Ich werde sie jetzt kennenlernen, so viel du mir jetzt andeutest. Ja, ja, na, das ist Nuskaya. Das ist ganz eine andere Band. Nein, wieder. Aber jetzt kommt. Ist doch eine andere. Ja, ja, jetzt kommt eine fantastische Band. Ich rate dir wirklich, dir dieses Album zuzulegen. Es wird dir sehr, sehr gut gefallen. Das ist das neue Album von. Das wünsche ich mir zu Weihnachten. Ja. Ja.